herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anno 1800. Weiter geht es auf unserer frischen Insel, noch ganz warm vom Vorbesitzer, und hängen geblieben waren wir bei der Speicherstadt. Die Module waren soweit alle gesetzt, müssen nur noch aufgebaut werden, Material ist da, also kein Problem. Dann brauchen wir nur noch Pendlerkai, Besucherkai und Ölhafen. Hier die ganzen Depots hätte ich gern noch. Dann auf der Seite bitte noch einmal alles aufgebaut. Och, da fehlt es ja doch jetzt noch an Steuerregung. Na, zum Glück stehen hier so viele Dampfer. Voll beladen mit dem ganzen Kram. Wie denn? Ach so, auch noch Ziegelsteine wollt ihr? Da muss ich mal schauen. Da ist doch, glaube ich, keiner dabei hier. Och, ärgerlich. Halt. Gut, dann müssen wir uns die nochmal schnell aus Olting holen. Kein Ding, schnell erledigt. Zum Horizont! Und währenddessen suchen wir uns mal einen schönen Platz, wo wir Pendlerkai und Co. mit aufstellen. Hier unten an die kleine Küste oder doch eher an die etwas größere. Da oben nochmal so ein kleines Ding. Ich glaube, da reicht hier so eine kleine Küste vollkommen aus. Nehme ich mal hier unten den Bereich. Ich hätte gern einen Besucherhafen. Ich hätte gerne einen Pendlerkai. Und ich hätte gern noch einen Ölhafen hier irgendwo mit dran. Aber Moment, ist das die beste Position dafür? Kann ich von hier alles erreichen? Da könnte man theoretisch die Schiene gerade nach oben führen. Machen wir mal dreigleisig das Ganze. Die Insel ist nicht gerade klein. Dann nach links können wir weg. Wir können dann nach rechts weg. Und hier oben, das werden wir damit auch noch erreichen. Ja, dann machen wir das doch mal. Hinter mit dem Ölhafen. Ach, so viele Schiffe hier. Wer soll denn da den Überblick behalten? Und da ich weiß, dass du schnell unterwegs bist, schon mal die Ziegelsteine für dich. Wendemanöver. Dass ich hier die letzten Module auch aufstellen kann. Ich bräuchte aber auch nochmal zwei Dampfer, mindestens zwei Dampfer, die ich da mal abkommandieren kann. Abdrehen beginnen. Für die Dampfmaschinen und für die schweren Geschütze. Da bringen wir das gleich mal her. Und dann können wir ja hier den Export und Import schon mal regeln. Kisten unter Deck. Einmal die D-Maschine für Swan. Das passt. Wunderbar. Zum Horizont. Und einmal die Geschütze. Och, was soll denn das? Geschütze. Okay. Das müssten wir, schau mal kurz nach, noch genug im Lager hier haben, im Industriegebiet. Alle Waren. Dampfmaschinen, Lager voll. Und die schweren Geschütze, wo haben wir die denn? Ach, Bengels. 3250, auch alles voll. Können wir uns also bedienen? Kran anhalten! Dann Routen eingerichtet. Ich hätte gern eine neue Handelsruder. Und zwar würde ich mir da mal die Dampfmaschinen einpacken. Gibt's hier noch den Schiff rein? Und abgeholt wird das Ganze, wie gesagt, vom Industriegebiet. Die Dampfmaschinen haben wir hier. Voll die Hütte. Und raus den Kram. Ab mit dir. Dann noch die schnell mal die schweren Geschütze. Dann haben wir's. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Aber nicht heute. Dazu werden wir nicht mehr kommen. Wir haben noch
so viel anderes zu erledigen, bevor wir die Häuser setzen können. Geschütze hier. Abholen und liefern. Bist du auch unterwegs? Na prima. Sind denn meine Ziegelsteine angekommen? Herrlich. Da kannst du das Ganze doch für mich nochmal erledigen. Wendemanöver! Wenn ich es mir recht überlege. Und jetzt hier die restlichen Module aufgestellt. Och, jetzt fehlt's an Stahlträgern. Frachtschiff steht bereit. Ich geh kaputt. Warum nehmt ihr nicht die hier? Die sind euch wohl nicht genehm. Aber jo, aber jetzt. Na komm. So will ich das doch haben. Und dann müssen wir uns mal überlegen, wie wir hier das Straßennetz aufbauen. Das wird wieder eine Sache für sich. Ich glaube, der Ölhafen müsste dann noch ein paar Felder weiter nach rechts. Aber das Ganze wird sich dann gleich ergeben. Hi. Machen wir hier nochmal leer, was geht. Und schicken die Schiffe schon mal wieder zurück. Dass sie hier nicht wieder dumm rumstehen. Geleitschutz beginnt. Aber ich glaube, Material werden wir heute nicht mehr so viel benötigen. Ach, ich sehe auch gerade 2, 4, 5, 6, 7 Minen wieder auf der Insel hier. Müssen auch wieder Handelskammern aufgestellt werden. Wir bräuchten die Items dafür und. Dran anhalten! Da häuft sich wieder so viel an. Wer soll denn das alles erforschen, was man da braucht? Wendemanöver! Jetzt scheint ja alles reinzupassen hier. Nur das freut mich doch. Das sehe ich doch gern. Wo schicken wir euch denn da jetzt hin? Alle zurück nach Drelovny? Oder lasse ich mal welche hier? Ach, wir teilen das Ganze mal auf. Flotte erwartet Befehle. Ihr bewegt euren Hintern mal nach Quanforts. Und die anderen, die bleiben mal hier stehen. Hi. Falls ich da doch noch irgendwas benötigen sollte. Die Gute hier, die kann mir nochmal eine Ladung an Stein vorbeibringen. Das könnte die machen. Ball drehen! Aber dann kann's losgehen mit den Straßen und dem ganzen anderen Kram. Ja, ein Anfang muss ja gemacht werden. Da wird ich hier so weit wie möglich oben über den Fluss schon mal drüber gehen. So. Dann machen wir hier einen kleinen oder vielleicht auch einen etwas größeren Knick rein. Moment. Muss ich nochmal überprüfen. Ja, doch, so können wir das machen. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Hier einen kleinen Knick rein. Da schon mal einen Lagerhaus. Ein Feuer ist ausgebrochen. Dran gesetzt. Hier eine Handelskammer mit dazwischen. Dann können wir dich bedienen. Anschließend werden wir das Ganze auch mal, obwohl, in das Regionalministerium packen wir ja wieder den zusätzlichen Itemplatz für die Rathäuser rein. Also eigentlich egal, aber die naja. Die Flammen wurden gelöscht. Was soll's? Palma Schoklado, was denn da wieder los? Euch geht's wohl zu gut, oder was? Ihr braucht wohl mal ein paar Hiebe auf den Hinterkopf. Einfach alles wieder abgefackelt. Kann ich nicht mit umgehen. Wieso? Achso, wir sind noch gar nicht am Kontor dran. Ich wollte schon wieder fragen, warum das Ganze hier nicht funktioniert. Augen aufmachen. Dann gehen wir mal gerade hier nach rechts durch.
so dass wir hier wieder am Fluss vorbeikommen. Die Partie ist eröffnet. Ja, das wird. Ich sehe es schon vor meinem geistigen Auge. Halt, nicht Forschung. Hier. Campus-Erweiterung. 42 haben sich da mittlerweile schon wieder angesammelt. Ja, geht doch. Und dann hier so nach unten vielleicht? Hätte ich mir oder habe ich mir gedacht? Eigentlich ganz in Ordnung, finde ich jetzt. Da nochmal am Fluss wieder entlang gegangen. Hier packen wir jetzt die drei Schienen dazwischen. Die werden da so schön von unten nach oben durchgezogen und entlang gelegt. Wenn wir denn die Ziegelsteine hätten. Wisst ihr was? Ihr folgt jetzt mal der Berlichingen. Da liegt doch noch bestimmt ein bisschen mehr in Olting. Flotte Segelinformation. Nicht wirklich. Hab ich hier oben in Lone Moon noch ein bisschen was? 400 immerhin. Da kannst du doch gleich mal einen kleinen Abstecher hinmachen. Weiter geht's. Hier oben den Bereich erstmal. Dann wieder hier am Berg vorbei. Hier wollte ich das Ganze noch anschließen. Ach komm, ziehen wir erstmal die Schienen. Dann haben wir das auch erledigt. Schön mittig hingestellt das Ganze. Und jetzt können wir hier drei Schienen verlegen. Einmal so hätte ich das noch gern. Aha. Das hat ja wieder so nicht funktioniert hier. Dann müssen wir das mittlere mal entfernen. Tut mir ja furchtbar traurig. Dann halt so. Dann gehen wir hier einmal und hier einmal komplett nach oben. Soll ja wohl möglich sein. Geht. Kann man machen. Dann hier oben noch zwei Handelskammern mit hingestellt. Oh ja, da könnte man das Ganze mit der Straße sogar so regeln. Hier unten müssen wir dann mal ein paar Knicke mit ins Spiel bringen. Aber auch jetzt nicht das Problem. Machen wir mal so. Oder? Ach, obwohl, die können wir auch hier mit hinstellen. Nee, dann stellen wir die da mit hin. Gibt's noch einen Lagerhaus daneben. Hier oben gleich eins mit hingestellt. Handelskammer platziert. Erledigt. Gut, hier hätten wir jetzt noch einen Anschluss zu machen. Platz für Häuser. Viel Platz für Häuser. Ja, dann gleich mal hier hinten weitergemacht. Schön wieder dicht am Fluss entlang. Oh, der Uferbereich. Weiß nicht. Ich glaube, den brauche ich noch. Ich könnte ja schon mal ein paar Depots setzen. Jawohl. Auch näher rangeht nicht? Nee, sieht wohl nicht so aus. Gut, dann gebe ich mich damit halt zufrieden. Alles ausgefüllt. Dann können wir sogar noch, naja, immerhin ein Feld weiter nach rechts mit der Straße. Und wie wir gelernt haben, es liegt ja meist an einem Feld. Och, obwohl ausfüllen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Muss ich das jetzt nicht unbedingt auch noch mit der Straße? Das geht schon so. Das passt so. Das lassen wir. Hier unten dann bitte weitergebaut. Ah, da brauche ich wieder zwei Handelskammern für euch hier.
Ihr Schlawiner, ihr. Dann mal eine mit da dran. Die hier unten mit daneben gesetzt. Funktioniert ja. Und ein Lagerhaus für euch drei reicht vollkommen aus. Nun setzen wir mal hier mit hin. Gut. Der Bereich wäre auch erledigt. Jetzt hier das kleine Gebiet noch irgendwie erschließen. Es sieht aber so aus, als würde das nicht viele Probleme bereiten. Na wohl. Vielleicht ja doch. Nein, also so gefällt es mir nicht. Das müssen wir anders machen. Aber wie? Vielleicht ja so. Hier unten, das ist ein bisschen blöd. Muss man ja mal ehrlich sagen. Ach, wer sich das wieder einfallen lassen hat. Gehen wir halt so drüber. Und machen wir das Ganze auf diese Art und Weise komplett. Naja, da muss mit Sicherheit später dann wieder was angepasst werden. Aber so im Großen und Ganzen als Grundgerüst kann man das doch mal nehmen. Nur noch hier drüben den Bereich. Komme ich da drüber mit der Straße? Ja, wäre möglich, wenn man denn ein paar Steine hätte. Ach, immer wieder die Ziegelsteine heute. Was denn los? Abdrehen beginnen! Hatte ich ja lange nicht mehr. Da hätte ich noch ein paar. Kannst du zugreifen? Reicht noch für zwei Dampfer. Wendemanöver! Tja, und die anderen, die müssen warten. Oder sich eine andere Insel suchen. Och, wie sieht's denn aus mit Fabrikos? Zum Horizont! Fahrt doch mal da vorbei. Vielleicht könnt ihr da ja mal ein bisschen was abgreifen. Da können wir jetzt ja nicht weitermachen. Na prima. Dann packen wir in der Zeit mal hier die ganzen Waren rein, die wir benötigen. Ich stell mal ein Haus auf, damit ich sehe, was ich brauche. Nur ein Bauer würde solche Annehmlichkeiten ausschlagen. Ja, ehrlich. Also, nehmt euch das zu Herzen. Maßanzüge. Ich weiß ja nicht, was man... Wollen wir wirklich wieder alle Waren tauschen? Oder ein bisschen was hinliefern? Wir können es ja mal mit allen Waren probieren. Spricht ja nichts dagegen. Dann auf jeden Am Fall. Ende bist du doch keiner von uns. Ja, auf jeden Fall hier die schweren Geschütze. Einmal, zweimal, dreimal. Ach, wieso wechselt denn das immer? Fünfmal, jetzt habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also kann ich hier nochmal ein weiteres mit reinpacken. Sechsmal schwere Geschütze, machen wir jetzt noch sechsmal die Dampfmaschinen rein. Und dann weisen wir die Waren zu. Beim letzten können wir... Ja, dann tauschen wir halt noch ein bisschen Schnaps ein. Warum denn eigentlich nicht? Gut, wir brauchen... Kann man sich überhaupt alles einkaufen? Für die Gelehrten? Frag ich mich jetzt grad. Ach, werde ich ja schon sehen. Maßanzüge, Telefone, Meeresfrüchte... Ja. Da hätten wir schon mal die Meeresfrüchte. Da hätten wir schon mal die Maßanzüge. Und Telefone. 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 Och, nicht freigeschaltet.
31 Exportbüros. Da müssen wir doch wohl in Olching noch eine Speicherstadt aufbauen. Ja, damit habe ich jetzt ja nun gar nicht gerechnet. Ärgerlich das Ganze. Gut, aber was soll's? Kann ich jetzt nichts machen? Packen wir jetzt hier schon mal die Meeresfrüchte und die Marsanzüge rein. Für endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus. Ja, ist ja gut. Telefoner kommt später. So, ich weiß, dass ihr noch den Hibiskus-Tee haben wollt. Und ich weiß, dass ihr noch die Teppiche benötigt. Packen wir die auch gleich mal mit rein. So, das andere habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Ach doch, Tonpfeifen wäre es noch. Ach, jetzt ist das Ding wieder kaputt gegangen. Ich will doch nur mal schauen. Und jetzt darf ich es nicht auch. Och, das ist doch... Frachtschiff steht bereit. Was soll denn das? Habe ich keine Worte dafür. Mann. Marsanzüge haben wir. Meeresfrüchte-Eintopf ist drin. Fleischkonserven vergessen. Okay. Dann kommt das auch mit hinein. Fleischkonserven dahin. Fleischkonserven dahin. Dann wäre der Platz jetzt noch für die Telefone. Oh, ich glaube, da muss ich was anderes machen. ja, nein. So geht das schon mal nicht, wie ich mir das gedacht habe. Dann müssen wir... Tja, wie müssen wir das denn machen? Nochmal rein in die ganze Angelegenheit. Dann Meereseintopf, Meeresfruchteintopf da raus. Hier, da und hier alles nochmal löschen. Gut. Nehme ich jetzt hier die Tonpfeifen noch mit rein. Bei den schweren Geschützen. So. Jawohl. Und. Dann machen wir für die Dampfmaschinen die Lederstiefel. Die Melonen. Den Rum wolltet ihr noch haben. Hab ich. Ach, Phonographen. Hab ich vergessen. Aber ansonsten müsste es das gewesen sein. Phonographen hier unten noch mit rein. Wo sind die denn wieder? Da. Ein Platz noch für die Telefone. Dann nehme ich mal die Maßanzüge. Ne, die Tonpfeifen. Die nehme ich hier weg. Lass den Platz bei den schweren Geschützen frei für die Telefone, die dann später noch kommen. Und dann packen wir die Tonpfeifen hier unten mit rein. Ja. Und was wird am meisten benötigt? Wahrscheinlich Hibiskus-Tee? Meeresfrüchte? Ach. Meeresfruchteintopf packen wir dann hier unten nochmal mit rein, bei den Dampfmaschinen. Halt, bei den Dampfmaschinen, sagte ich. Obwohl, beim Schnaps können wir es eigentlich auch mitlassen. Nee, dann andersrum. Das dahin und Hibiskus-Tee gibt's dann für den Schnaps. So machen wir's. Jetzt sind wir doch fertig. Nur noch die Warenmenge leicht angepasst. So wie ich es gern hätte. Da machen wir nochmal zwei Nullen dran. Da schreiben wir nochmal zwei dahinter. Da fehlen noch welche. Und hier unten bitte auch nochmal. Jawohl. Können wir hier eigentlich schon wieder was machen? Dampfmaschinen? Oh. Aber höher komme ich noch nicht. Ha, schade. Donnerwetter nochmal. Da sagst du was, mein Kapitän, da sagst du was. Hat mir aber auch nichts gebracht, das Ganze. Wo denn... Ach so.
Wo den Ruinen, wollte ich fragen, aber... Ach, naja. Hat sich erledigt. Flotte in Drilovni eingetroffen, mir egal. Hier laden wir jetzt erstmal aus. Weg mit euch. Aber die Steine bitte da gelassen. Abdrehen beginnen. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Naja, ich könnte mir schon was Besseres vorstellen, sagen wir mal so. Frachtschiff steht bereit. Aber wer kommen will, der kann kommen. Flotte geht auf Fahrt. Ich werde hier niemanden wieder nach Hause schicken. Gut. Haben wir das auch hinter uns gebracht. Dann, wo fehlt denn jetzt noch eine Handelskammer? Habe ich noch eine Mine übersehen? Nein, überall steht was. Dann jetzt hier die letzte Straße noch gezogen. Da kommen wir nicht ganz vorbei. Passt ja mal wieder. Super. So, hier machen wir jetzt mal einen kleinen Zwischenweg noch rein. Hier geht es jetzt wieder weiter nach unten mit einer kleinen Brücke drüber. Schließen das Ganze da unten wieder an. Und so schlecht sieht das Ganze jetzt doch gar nicht aus. Also ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Nochmal betrachten das Ganze. Ja, ja, da müssen dann nur noch die ganzen öffentlichen Gebäude wieder aufgestellt werden. Und vielleicht... Diesmal nicht die Kraftwerke zum Schluss gebaut. Müssen wir mal schauen, wie sich das hier noch entwickelt. Aber eigentlich könnten wir doch... Nein, wir können die ersten Gelehrten noch nicht setzen. Wir haben ja gesehen, was da passiert. Warten wir nochmal, bis die Waren hier ankommen. Aber die Blaupausen, die können wir schon platzieren. Jetzt ist wieder die Frage, wie rum mache ich's? So rum? Oder doch im Dreiersystem? Passt das oder passt es nicht? Es passt nicht. Anders probieren. Vielleicht sieht's da ja besser aus. Aber ich glaube nicht wirklich. Na, das ist ja noch... Das ist ja noch... viel blöder. Nee, also... Sorry. Dann werden wir das... doch so aufstellen. Wie ich es zuerst gehabt habe. Gefällt mir irgendwie besser. So, hier nach unten. Und hier kommt dann halt irgendwas dazwischen, wollte ich sagen. Aber was könnte ich denn da hinstellen? Ein Hospital. Ja, könnte ich mal probieren. Das hat ja einen großen Einflussbereich. Einmal bitte ein Hospital für mich an dieser Stelle. Ja, müssen sowieso mehr gesetzt werden. Plane ich das mal so mit ein. Hier unten dann eins noch mit rein. Und da wäre die linke Seite schon mit dem Hospital abgedeckt. Ja. Passt jetzt hier noch was mit rein? Wie sieht's denn aus? Könnte man ja noch zwei Gelehrtenhäuser mit aufstellen. Hier dann noch so eine schöne Straße drumherum gezogen. Und schlecht finde ich das jetzt nicht. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Dann werden wir uns das Ganze jetzt noch einmal kopieren. Und dann gibt's Kraftwerk und Co. Na, so viel brauche ich jetzt nicht. Ich bräuchte jetzt nur mal wieder hier so einen Bereich. Der reicht mir. Ich sagte ja, das Ganze muss noch mit Sicherheit etwas angepasst werden später. Und da haben wir den Salat. Da passt jetzt aber auch noch so ein Rechteck hier mit daneben. Und sogar noch eins. Na gut, nicht ganz, aber fast.
Und jetzt müsste man schon mal mit der Schiene nach links gehen, müsste man. Einplanen wird erledigt. Nehmen wir mal die hier dafür. Bis dahin hätte ich es gern. Und da kann das Ganze an der Stelle auch wieder abgerissen werden. Ziehen wir mal durch, aber bitte hier oben schön an der Straße entlang. Ich weiß noch nicht. Ich möchte Ihnen keine Umstände. Wie weit wir da nach links müssen. Aber das werden wir dann wohl auch erst in der nächsten Folge erfahren. Denn für heute wären wir auch schon wieder am Ende angekommen. Stell ich jetzt noch schnell in der Mitte hier die Universität auf. Machen wir mal. Oh. So rum oder so rum? Ach, so rum. Reicht? Bis. Wartet mal. Nein. Ich dachte, da komme ich mit einer Universität hin, aber dann doch lieber später zwei aufgestellt. So breit muss das Ganze dann werden. Oh, sind wir jetzt hier auch in der richtigen Länge für die Gelehrtenhäuser? Nein, sind wir nicht. Zwei Felder breiter müsste das Ganze noch werden. Was mache ich denn hier schon wieder? Die Straße muss raus. Das muss noch entfernt werden. Und den ganzen Kram hier auch. Hier gibt es jetzt aber noch eine kleine Straße für dich. Und hier hinten müssen wir nichts mehr aufstellen. Dann kann das jetzt so bleiben. Und beim nächsten Mal geht es an dieser Stelle dann weiter. Ab zur Expedition. Oh, wieder zur zoologischen oder mal zwischendurch eine kleine Piratenjagd starten. Wir gehen mal wieder zur Piratenjagd. Bemannt die Geschütze. Werft Betrug. Ausgeraubt. Nachdem sie sich bei dem großzügigen Gastwirt bedankt haben, ist ihr Schiff bereit abzulegen. Alle Ampere lächeln ihnen zu und winken zum Abschied. Später wird ihnen klar warum, denn sie entdecken, dass Teile ihrer wertvollen Ausrüstung verschwunden sind. Nun müssen sie entscheiden, ob sie deshalb umkehren möchten. Natürlich, da fragt ihr noch. Selbstjustiz. Die armseligen Verteidigungsanlagen stürzen beim Morgengrauen in sich zusammen. Ihr Schiff erreicht widerstandslos den zerstörten Hafen und richtet die Kanonen auf das Büro des Hafenmeisters. Nehmen Sie alles, ruft er. All Ihre Sachen und noch mehr sind im Lager. Sie profitieren von Machenschaften, die schon seit Jahren laufen. Tja, wie die das nur hinbekommen haben, ohne dass ich es mitbekomme, fragt man sich. Aber nun gut, das sind wieder andere Fragen. Für heute sind wir durch und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.